Guten Tag, mal ein kurzes Video für einen Mike aus Kiel. Der hat irgendwie Probleme, die Solarpanels hier an Mann zu bekommen. Irgendwie glauben ihm die Leute nicht, dass die Solarpanels hier 330 Volt und bis zu 250 Milliampere rausbringen. Die, was ihr hier seht, die habe ich jetzt auseinandergeschnitten. Ne? Normalerweise sind die in solchen Rollen hier in vier solche Teile hintereinander sozusagen. Allerdings gab es da wirklich ein kleines Problem, und zwar, wenn da die Sonne richtig drauf geschienen hat, haben die mehr als 330 Volt rausgebracht. Bis zu 390 Volt kamen hier raus. Und wenn man da Netzteile direkt anschließt, die für 220, 230 Volt ausgelegt sind, Schaltnetzteile, dann sind die öfters durchgeraucht. Ne, weil, okay, der erste Kondensator, der ist zwar bis 400 Volt ausgelegt, ne, aber wenn er da mit 390 Volt reingeht und je nach Verbraucher, was er da dran hat, gibt es da ja auch Rückpulse, und dann können, ja, da können Spannungsspitzen schon entstehen, die dann mehr als 400 Volt sind und den Kondi zerstören, meiner Meinung nach. Deshalb bin ich dahergegangen und habe mir die auseinandergeschnitten. Ne? Das sind jetzt immer zwei Teile, die in Reihe sind. Und somit komme ich auf 180 Volt. Was geht denn, Madame? Hast du auch noch was dazu zu sagen? Ja? Was soll man noch erwähnen? Okay, Moment, wir gucken erstmal rüber. Sudala. Da sind wir. Bei der Stromspeicherstation. Im Original-Robotron-Gehäuse drin. Also, wir waren dabei gewesen, wenn man die zur Hälfte zerschneidet sozusagen, ne, und dann praktisch nur die Hälfte dran hat, 180 Volt maximal, dann kann man da wunderbar Schaltnetzteile anschließen. Ne, die gehen ja von 100 Volt bis 240 Volt. Auch Gleichspannung ist kein Problem. Ja, auch wenn da viele sagen, die Dioden würden das nicht mitmachen, mir hat es bis jetzt noch kein Schaltnetzteil in diesem Betrieb durchgehauen. Ja, hier hängen jetzt fünfe parallel dran, ja, mit 5 EMF-Chargern, und da werden jetzt diese 5 Zellen hier geladen mit ungefähr 500 mA bis 1 Ampere. Also gehen wir hier mit 30 Watt ungefähr, haben wir hier. Dann hängt dieses einzelne habe ich auch im Betrieb. Also auch ein so ein Segment geht wunderbar. Kommt dann halt 90 Volt maximal raus. Also normalerweise so um die 70 Volt. Ich habe es hier hinter zwei Glasscheiben und nochmal einer extra Folie. Und mit den 70, 80 Volt werden jetzt diese 4x14 Nickel-Cadmium-Akkus per EMF-Charger nonstop geladen, die dann hier mein Bastellicht machen. Was dann hier mit der Klemmbedienansteuerung angesteuert wird. So, das interessiert euch jetzt aber weniger, um die Solarpanels geht es euch. Da hier, das sind die Leitungen, wo es dann ins Freie geht. Und hier unten, da steht jetzt mein Elektroscooter drin. Und da ist auch ein Akkupack drin. Und der wird jetzt auch mit den Solarpanels geladen. So, und wie ihr hier oben auf dem Dach schon seht, ist rechts neben diesen Glas-Solarpanels und links neben dem Monopanel so ein bisschen verbranntes Dach. Und da lagen auch solche flexiblen Solarpanels. Und das ist das einzige Manko, was ich hier sagen muss. Also, wenn man die ziemlich flach auf dem Dach macht, ich hatte genug Platz unten drunter gehabt, dann gehen die durch die mechanischen Belastungen durch Wind und Wetter kaputt. Also, ich verwende die jetzt nur noch, wenn ich die senkrecht irgendwo ans Fenster mache. Irgendwie auf Dächer lege ich die nicht mehr. Das erste Solarpanel ist mir im Frühling hochgegangen, nachdem der Schnee geschmolzen war. Da stand zum Glück der Kollege daneben und hat geguckt, dass da nichts Schlimmeres passiert, hat sofort gelöscht. Und das zweite Mal, Eddie, komm mal wieder rein. Und das zweite Mal war es im Hochsommer gewesen. Ne, da hatte ich das dann schon nochmal repariert, habe die noch ein bisschen höher gelegt, und im Hochsommer, als dann das erste Mal so richtig Sonne drauf geknallt ist, kam auf einmal der Nachbar hochgerannt und hat gemeint, mein Dach steht in Flammen da unten. Ja,
Also, das ist das einzige Manko, was ich bisher festgestellt habe bei den Dingern. Flach irgendwo aufs Dach machen, davon muss ich abraten. Aber wenn man die so hier irgendwie ans Fenster ran macht und ordentlich die Schnittstellen, ne, die, also wenn ihr die dann durchschneidet, da habt ihr ja dann solche Schnittstellen. Ihr müsst dann aufpassen, so 1-2 mm Fleisch habt ihr sozusagen noch. Aber manchmal kommt man da auch ziemlich nah an die Solarpanel, an das Solarpanel ran, und da muss dann auf alle Fälle mit ordentlichen Kleber, der auch wetterungsbeständig ist, das wieder abgedichtet werden, ne, dass da praktisch keine Feuchtigkeit reinkriecht. Ja. Und dann kann man die auch zerschnitten wunderbar benutzen. Ja. Aber wie gesagt, wenn man die so original mit 4 Strängen zusammenlässt, da direkt Netzteile ranschließen, das wird leider nichts. Da habe ich schon oft gehört, dass sie Netzteile zerraucht hat. Ja, es sei denn, man findet da irgendeine sichere Ansteuerung, die bis 500 Volt Eingangsspannung das verträgt. Ja, also das von meiner Seite aus, Mike. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen damit helfen. Ja, das war's bisher. Bis später. Ja, und fast vergessen. Die 100 Volt Zombie-Zellenschnecke wird auch noch mit den Panels geladen. Ne? Die haben eine Ladeschlussspannung von 150 Volt mit einem EMF-Charger mit ordentlich hohem Vorwiderstand reingegangen. Und da ich ja noch unten den Scooter dran habe und drüben das andere, geht hier die Spannung eigentlich selten auf 150 Volt hinauf. Ist immer so bei 120, 130 Volt und hält den Akkupack schön fit, ohne dass sie überladen werden. Ja, von daher super. Ich kann nicht mehr ohne die Zellen.